Damen und meine Herren, wir sind hier auf vertraumir.de. Wir haben sogar einen Special Guest hier. Luca, wie geht's Ihnen so? Also mir geht's eigentlich sehr gut. Weiter? Was weiter? Okay. So, vorgestern ist was sehr Dramatisches passiert. Eine Lehrerin namens Frau Imhof hat aus Langeweile einen Schüler mit einem Stock geschlagen. Und das geht gar nicht. In diesen Dings gehen wir jetzt ein. Let's go. So, Herr Schmiech, Sie waren an diesem Vorfall beteiligt oder waren ein Zuschauer. Genau. Sie haben sehr viele Beweise, haben Sie gesagt, und die würden wir uns ja gerne anhören. Also am Montag in der 4. Stunde hatte ich Technik und da bin ich auf Toilette gegangen und da habe ich dann Frau Imhof gesehen, wie sie mit einem Schüler, ich glaube 15 Jahre alt ungefähr, ist sie unten zum Fahrstuhl gelaufen. Dann habe ich irgendwie etwas schreien gehört, aber ich habe mir ehrlich gesagt nichts dabei gedacht. Und als ich runter wieder gelaufen kam, wo ich mit der Toilette fertig war, kam Frau Imhof mir entgegengelaufen, aber alleine, ohne den Schüler. Und deswegen ist das irgendwie etwas auffällig. Das ist schon sehr verdächtig. Wir werden auf jeden Fall diesem Vorfall an den Grund gehen und es geht gleich weiter. Meine Damen und Herren, wir sind jetzt hier im Studio von vertraumir.de. Wir haben hier die angebliche Täterin, Frau Imhof. Was sagen Sie zu dem Vorfall? Zu was für einem Vorfall? Dass Sie angeblich unten im Technikraum einen Schüler mit einem Stock geschlagen haben. Nein, habe ich nicht. Warum? Wer behauptet das? Unser angeblicher Zeuge, Luca Schmiech. Wir gehen der Sache auf den Grund. Natürlich haben wir auch nach Beweisen gesucht, sehr eifrig. Und wir kamen hier zu einer sehr, sehr, sehr starken Waffe. Diesen Stock. Frau Imhof, was sagen Sie dazu? Waren Sie es jetzt wirklich oder waren Sie es nicht? Wir kommen zu den nächsten Beweisen. Hier haben wir den zweiten Beweis. Das hier ist der WhatsApp-Chat zwischen Frau Imhof und dem 15-jährigen Jungen. Wir hätten nicht gedacht, dass Frau Imhof sowas macht. Was sagst du dazu, Luca? Ich finde es auch unerhört, dass sie wirklich sowas tut. Hätte ich niemals von ihr gedacht. Wir sind sehr enttäuscht. Auf jeden Fall mit diesem Video. Wir wollten euch auf jeden Fall vermitteln, dass Frau Imhof sehr böse ist. Teilt das Video und kommentiert für den Algorithmus, damit mehr Leute dieses Video sehen. Und einen schönen Tag dann noch.